Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mage. Zu Beginn muss ich euch ein bisschen was erklären. Und zwar hatte ich angefangen, eine Folge aufzunehmen. Und zwar gestern Mittag. Da gab es dann zwischendurch einen Fehler, der zur Folge hatte, dass ich nicht mehr auf den Server kam. Dann hatte ich diese Folge schon fertig geschnitten und dann kam ich hinterher doch wieder auf den Server, wollte diese Folge dann zu Ende machen und habe mich letztendlich dann aber doch dazu entschieden, eine komplett eigene Folge zu machen und die andere zu verwerfen, weil da einfach gar nicht wirklich was passiert ist. Und stattdessen haben wir eben eine komplett neue Folge gemacht, die auch ziemlich lang geworden ist, aber einige coole Sachen beinhaltet. Ich hoffe, sie gefällt euch und dann würde ich sagen, viel Spaß. Ach ja, und noch eine Sache. Die Serverzeitbegrenzung ist weg. Aber das werdet ihr jetzt, glaube ich, gleich sehen. Also, viel Spaß. Und dann müssten wir respawnen. Jawohl, wir respawnen hier in unserem Keller. Und den können wir natürlich jetzt nach Herzenslust umbauen, weil wir keine Playtime-Begrenzung mehr haben, was sehr schön ist. Ich pfeife mir mal gerade noch eine Ananas rein. Dann fülle ich unsere Kristalle hier unten im Tisch auf und wir schauen mal, was wir vielleicht abseits dieser Void-Forschung noch anderes rausbekommen können. Denn wir wollten ja eigentlich, ach guck mal, da ist Ores. Irgendwas haben wir neu gekriegt, weil wir die gescannt haben. Zack. Und jetzt müssten wir von jedem eines in die Hand nehmen. Das machen wir mal gerade. Zack, zack, zack. Wir nehmen einfach alle in die Hand und sagen Complete. Wir haben Research Completed Crystal Farming. Ich hoffe, dass uns das hilft später, nämlich wenn es darum geht, diese Crystals auch zu replizieren, denn das wird gehen. Und ihr seht es schon, genau das hat uns jetzt nämlich dazu gebracht. Wir können Kristalle selber zum Wachsen bringen. Dafür brauchen wir nur die Infusion. Perfekt, haben wir das mal auch unbeabsichtigterweise zwischendrin mit abgeschlossen. Wohin wollten wir Essentia Tubes? Vicium, Vinculum, Alienis und Alchemia. Okay, was haben wir hier? Das ist Humanus und das ist er. Okay, Vinculum war, glaube ich, hier mit irgendwo drauf. Vielleicht eine Tür oder so. War das so? Ja. Auf der Tür ist das mit drauf. Und das ist eine ganze Menge komisches Zeug, was wir da brauchen. Vicium. Gucken wir doch mal. Vicium. Vitium. Da ist es. Das ist drauf auf den ganzen Taint-Sachen. Void Metal Block, ja, das ist ja eben das, was wir erforschen wollen. Das heißt, Myzel. Kann man Myzel irgendwie craften hier in diesem Modpack? Es gibt kein Rezept für Myzel, nee. Dann eventuell kann man das bauen. Das kann man bauen. Ich will jetzt auch nicht beim Spark. Ich weiß, der Spark, der hat. Wie hieß das jetzt? Lithium? Da ist es. Lithium. Ich weiß, der Spark hat Taint-Sachen in seinen Truhen. Ich will es ihm aber nicht wegnehmen. Aber wenn man den bauen kann, was braucht man hierfür? Corrupted Tear. Jetzt wollte ich doch eigentlich gucken, genau wie viel da drauf ist. Eins nur. Das wäre natürlich kacke. Vielleicht müssen wir doch beim Spark was schnorren. Wie viel brauchen wir denn davon? Einfach nur 10. Gehen wir mal gerade rüber. Gehen wir mal gerade, ups, ins Bett, um den Regen und Nebel loszuwerden. Jo. Einmal kurz schlafen. Dann gehen wir ins Bett. Dann gehen wir rüber ins Bett. Im Bett waren wir gerade. Konzentration.
Einfach weil es schneller geht, statt rot. So, hier mal rüber. Und weiß hier irgendwo, hat er das Zeug drin. So, da ist Taint Soil drin. Wie viel ist da denn drauf? 5. Wir brauchen 10. Wir haben aber einen ganz schönen Verlust. Das heißt, wir müssten ihm mindestens 3 davon wegnehmen. Das wäre schon eine ganze Menge. Das wäre schon eine ganze Menge. Was wir versuchen könnten, wäre Tainted Soil zu nehmen und uns wegzuschleichen. Nämlich in einem Bereich, wo es eben nicht so wild wäre, wenn mal ein bisschen Taint irgendwie sich ausbreiten würde. Da würde ich dann hier auch nicht unbedingt das Thaumcraft-Dorf nehmen, sondern ich fliege mal einfach in die Richtung, auch in Chunks eben, die weitestgehend ungeladen bleiben sollten, um da, falls sich irgendwas ausbreitet, eben diese Ausbreitung möglichst zu verhindern. Würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier irgendwo hin, random in diesem Bereich und pflanzen mal den Tainted Soil. Gescannt haben wir ihn schon. Und ich weiß jetzt nicht, ob der spreadet auf Wiese oder auf Dirt oder ob der überhaupt spreadet. Das wäre natürlich gut zu wissen. Wir gucken uns währenddessen hier mal so ein bisschen um. Vielleicht finden wir einfach noch irgendwas Interessantes. Finden wir bei dir irgendwas Interessantes? Nö, ne? Du passt mal schön auf, dass sich hier mein Taint verbreitet und ich gucke in der Zeit nochmal ins Buch. Denn wir brauchen nicht nur Vizium, sondern auch Vinculum. Das kriegen wir über Türen, haben wir gesagt. Dann Alienis oder Alienis, wie auch immer. Und Alchemia. Ich meine, Alchemia waren Silverwood. Kann das sein? Alchemia. Da gibt es einiges. Gucken wir mal bei den unteren. Das ist meistens leichter zu erreichen. Das ist Blue Slime Block. Flamer. Kann man den bauen? Ja, aber teuer. Fan? Nee. Gibt es denn irgendwas anderes noch? Slimy Grass. Und diese Slime Blocks von Tinker. Das heißt, das ist auch kein Problem. Wir suchen uns eine Slime-Insel und bauen die ab. Ich guck mal gerade nach Slime. Wenn wir jetzt diese hier nehmen. Ach, das kann ich gar nicht so, ne? Ja, schade. Wird schon reichen. Ich hoffe, da ist nicht so viel anderes Zeug drauf. Aber das scheint auch irgendwie gerade nicht zu spreaden. Das ist ein bisschen doof. Ich nehme es einfach nochmal wieder, beziehungsweise ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Und wir gucken hier nochmal nach Alienis. Alienis. Da ist es. Und was brauchen wir da? Wo ist das gute Zeug drauf? Schalkerboxen, das ist klar. Void Metal, da wollen wir ja eigentlich erst hin. Purpur haben wir auch noch nicht. Void. Die Banners könnten wir bauen. Die sollten kein Problem sein. Eldritch Stone haben wir nicht. Vielleicht Eye of Ender. Da müssten wir aber nochmal für den Nether. Die Foki. Das ist jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. Enderperlen. Enderperlen haben wir. Enderperl. Ach, und man kann sie immer noch nicht angucken. Okay, machen wir uns auf die Suche einfach mal nach einer Slime-Insel. Ich sehe auf der Karte hier oben westlich von uns auf jeden Fall schon eine. Wenn ich denn den Tainted Soil mal abgebaut kriege. Da ist er. Nehmen wir den mit. Und gucken mal, ob der Sparky uns vielleicht irgendwas anderes bieten kann oder so. Oder wir erstellen vielleicht selbst Tainted Soil. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall hierher und nehmen einige von den Slime-Blöcken mit. So, danke.
Tschüss, ihr kleinen. Hoppala. Lerne dich zu beherrschen. Was soll das denn? Ist das hier der Kamerad, der den Effekt hat? Ja. Geh weg. Was hast du gedroppt? Protection 2. Im Grunde sind die Verzauberungen derzeit nicht mehr allzu interessant für uns. Aber mal nachzugucken schadet ja keinem. So. Jetzt könnten wir nämlich auch einfach mal nachgucken. Ups. So, wir könnten nachgucken, wie viel jetzt da drauf ist von den Sachen. Also da gar nicht, auf Green gar nicht. Und da sind 3 drauf. Das ist natürlich echt scheiße wenig. Vielleicht hier auf den Sapling. Ist da mehr drauf? Da ist gar nichts drauf. Schade. Die Erde sollte ja auch solche Effekte haben. Purple. Purple hat scheinbar keine. Purple Slime. Slimy Dirt vielleicht? Hat der irgendwelche Effekte? Auch nicht. Ja, wofür mache ich das denn hier? Also nur hier irgendwie nur dieser. Und davon ist auch nicht so viel drauf. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall einiges davon mitnehmen. Denn wir brauchen ja mindestens 10. Wenn 3 drauf sind und wir eine ganze Menge Verlust haben, dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal so 6, 7 bis 10 Stück, um überhaupt an die entsprechende Menge zu kommen. Und dann düsen wir wieder ab Richtung Heimat. Da ist Mitte, dann ist da Drachenhort, da ist Home. Wir düsen ab Richtung Heimat. Ist nicht der schnellste Besen, aber meine Güte, wir haben ihn relativ günstig bekommen und wir können uns fliegend fortbewegen. Und laden quasi das Blut einfach durch Kämpfen wieder auf, was ich ganz angenehm finde. Ich guck mal gerade, ob der Spark vielleicht selbst was von dem Zeugs halt erzeugt hat. Volatus, Potentia, Terra, ob er vielleicht hier irgendein Jar hat, was wir vielleicht anzapfen könnten. Das wäre natürlich noch eine Option. Aber es sieht mir gerade echt fast nicht so aus. Hey, schade. Ich habe auch noch kein getaintetes Thaumcraft-Biom oder so gefunden, wo man jetzt sowas großartig hätte abbauen können. Vielleicht machen wir mal gerade einfach Folgendes. Wir nehmen uns ein paar Sachen mit und erschaffen wirklich im Zweifel selbst. Ich möchte nicht auf der Treppe sitzen, danke, so kann ich hier reinfallen, perfekt. Erschaffen einfach im Zweifel selbst so ein paar Sachen. Wir nehmen die Urne mit und den Kessel. Die Urne wandert natürlich wieder hier auf die Fackel. Dann Türen. Ich habe auch schon eine ganz gute Idee, wie wir das hinbekommen, dass wir Tainted Soil erschaffen und alles quasi aufsammeln, was wir brauchen. Wir brauchen den Tainted Soil, den erschaffen wir erst, hoffentlich, weiß ich nicht. Dann das, dann brauchen wir Türen, jede Menge Türen. Das sind nicht allzu viele, 5. Wir brauchen wieder nur 10, also hoffe ich mal, dass wir mit 4 Türen auskommen. Dann brauchen wir sowas wie Kohle oder so. Haben wir das hier vielleicht drin gelagert? Oder wir nehmen das Alumentum, was hier noch über ist. Und dann brauchen wir... Ist natürlich schwierig jetzt. Den Endstone auch nicht. Wobei, was ist auf Endstone drauf? Ne, nicht das Richtige. Enderperlen hatten wir doch eben mitgenommen. Die liegen wahrscheinlich in der großen Kiste. Oh, man darf da natürlich nicht drüber scrollen. Das ist ein bisschen nervig.
Endstone brauchen wir nicht, die Saplings brauchen wir nicht. Da sind Enderperlen, da sind 10 drauf, das heißt, es reicht, wenn ich 3 mitnehme, dann sind wir auf der sicheren Seite. Kohle brauchen wir gerade nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ein bisschen aussortieren kann nicht schaden. Den weiß ich noch gar nicht so genau, ob wir den brauchen. Packen wir das mal alles oben in die Ecke. Dann Jars haben wir 4 Stück. Das ist auch, glaube ich, richtig. Alchemia war nochmal was. Das waren... Ich habe es doch gerade alles nachgeguckt. Ich will selbst drauf kommen. Irgendwas hatte ich auf jeden Fall, wo Alchemia drin ist. Oder war das hier der Slime? Genau, das war der Slime. Dann nochmal schauen, das wollen wir erschaffen. Das sind die Türen und das sind die Enderperlen. Das heißt, die 3 machen wir, machen ein bisschen Dreck damit und dann gucken wir mal, wie es sich die Gegend verändert. So. Fliegen hier raus. Vielleicht wieder in die Richtung. Einfach random irgendwo auf einen Platz. Und wir haben genau das vergessen, was wir eigentlich brauchen. Schlecht. Zack, zack. Kostet ja nichts. Wir müssen nochmal runter. Und wir brauchen die Essentia Smeltery und diese hier. So, jetzt geht's wieder Richtung Port. Und dann gucken wir uns einen schönen Platz aus. Vielleicht irgendwo hinter dem Dorf, wo wir gerade auch waren, in der Ecke. Wie gesagt, sollte reichen, wenn wir halt ein bisschen von unserer Stadt weggehen. Mal schauen. Da ist die Insel, das heißt, wir gehen wieder hier irgendwo an die Stelle. Ja, möglicherweise hätten wir das nicht nachts machen sollen, aber ich denke nicht dran, weil ich ja dieses Nachtsichtgerät habe quasi. Wir machen uns hier einfach mal den Platz frei und gucken, was passiert, wenn wir das hier machen. Dementsprechend die hier aufstellen. Haut ab. So, 1, 2, 3, 4. Stellen wir die mal gerade dahin und packen den Alumentum hier rein und die Alembics da oben drauf. Und dann fangen wir an mit den 3 Enderperlen. 3 Enderperlen und bitte sehr, ab dafür. Da ist das drin, was wir brauchen. Das heißt, wir nehmen uns das erste Jar und schöpfen das ordentlich ab. Das ist schon mal gut und eine Menge Scheiß entsteht auch. So. Und einmal schauen, wie viel ist da drin? 22, perfekt. Dann möchte ich als nächstes vielleicht hiervon 10 reinschmeißen? 10 machen wir mal. Na, ich hab dich doch gehört. Und die werden verkocht. Da oben landet Wasser drin. Wir können mal gerade das hier, können wir das nicht ablassen? Dann werde ich es im Zweifel gleich abbauen. Wird aber auch nichts machen. Wird denselben Effekt haben, sogar noch etwas verstärkt. Und wir haben schon eine Menge Flux hier produziert. Also diese Destillerie ist echt ein Sauding. Sollte man wirklich nicht in der Stadt verwenden. Und es entsteht immer noch ganz, ganz viel Wasser, denn hier sind auch hauptsächlich ist hier Wasser drin. Ich habe 10, also bis zu 150 sollten hier entstehen. Wir machen mal einfach gerade schon mal einen Test.
Achso, ja klar, da hätte ich natürlich die Lumber-Eggs für haben müssen, wenn ich beides hätte gleichzeitig abbauen wollen. Da entsteht Wasser und wir gucken mal, ob hier sich irgendwas schon verändert hat. Die Asche, die war vorher schon da. Wo ist der gute Mann? Tut mir nicht weh. Explodier einfach. Genau, lass mich in Ruhe. Ein paar Ananas einpfeifen direkt. Was ist jetzt hier passiert? Inzwischen noch nichts, würde ich sagen. 38. Ich baue das einfach mal wieder beides ab. Ja, ich baue das mal wieder beides ab. Zack, zack. Und hoffe mal, dass so langsam ein bisschen Taint entsteht. Prot 2 brauchen wir jetzt nicht. Die Spinne, kann man gerade kurz wegbleiben, bitte? Es tut sich einfach nichts hier, Taint-technisch, ne? Ein paar Rahmops entstehen, aber ich glaube, die haben nichts zu tun mit dem, was wir da unten treiben. It seems that there is too much flux. Das ist gut. Also eigentlich ist das schlecht. Aha, hier hat sich was aufgetan. Scheinbar können wir leider nichts davon lernen. Wie viel ist denn Too Much Flux? 71. Gut, hatten wir bei uns auch schon mal, glaube ich. Aber ich glaube, es hängt, wie gesagt, nicht am Absolutwert. Da sollte jetzt gleich ein bisschen Taint drumherum entstehen. Wir hauen einfach mal noch ein bisschen raus und sagen, komm schon. Wir wollen noch mehr Flachs herstellen. Da oben entsteht jetzt langsam das, was wir brauchen. Und den behalten wir natürlich im Auge. Kann ich da was reinwerfen? Jawohl. Wenn ich da was reinwerfe, dann verschwindet das. Das ist sehr gut. Es ist wirklich irgendwie erstaunlich, dass ich von dem Ding scheinbar nichts lernen kann. Und auch ziemlich dämlich, dass ich das nachts gemacht habe. Aber das haben wir vorher gewusst, dass das nachts ist und dass es dämlich ist. Also verlieren wir kein Wort mehr darüber. Hau ab! Da sind auf jeden Fall 28 drin. 10 brauchen wir. Sehr fein. Zack. Dann haben wir schon mal zwei der Dinge, die wir brauchen. Man sieht das auch so leicht durchscheinen, den Riss. Und jetzt schmeiße ich mal einfach unsere Türen rein. Aber wir brauchen was zum Brennen. Das Alumentum ist ausgebrannt, leider. Macht aber nichts. Ich nehme hier einfach ein bisschen Holz mit. Habe ich gerade die. Ein bisschen müssen wir den vielleicht noch modden. Ja, ich habe die gute Spitze, die gute Axt dabei. Perfekt. Dann können wir nämlich ein bisschen Charcoal einfach erschaffen. So, und mit der Charcoal können wir dann unseren Kessel befeuern. Der Riss ist nach wie vor da. Perfekt. Dass ich das irgendwie. Nein, genau umgekehrt. Oh, dämlich. Was ist denn jetzt hier entstanden? Potentia will kein Mensch. Wir wollen Flux. Zack, zack. Paar Kokosnüsse nebenbei noch gefunden. Ich mache mir hier gerade mal so irgendwie eine Art Treppe darauf, dass ich da jederzeit hingehen kann, um das zu inspizieren. Denn da wird einiges entstehen. Vielleicht hilft es auch, wenn wir das füttern. Mag es Kokosnüsse? Möglicherweise kann ich es nicht genau spezifizieren. Ja, ich glaube, es hilft tatsächlich sogar, wenn wir es füttern mit Dingen. Bone? Magst du Bone? Cotton Seeds, rein damit. Rein damit. Alles raus, was keine Miete zahlt. Hier ist Vinculum entstanden und das ist der dritte Aspekt, den wir brauchen. Und zwar eine ganze Menge. Und zwar so wirklich, ja, wirklich viel. Was ich auf jeden Fall noch mitnehmen werde, ist die Makina hier. Das ist zu schade, die wegzutun, weil wir die immer wieder brauchen, wenn wir Golems herstellen. Deshalb werden wir die in jedem Fall mitnehmen. 13 Stück, besser als nichts.
Das Problem ist, wir haben jetzt keine Warded Jars über, ne? Dann lassen wir die Makina doch mal entfleuchen. Nehmen das hier raus. Und hoffen, dass wir noch mal ein bisschen Flux herstellen können, dass jetzt endlich hier das Ding mal was macht. Mach uns Taint. Bitte. Wir wollen Taint. Muss ich hier irgendwie so ein bisschen freilegen oder so? So vielleicht. Muss ich versuchen, dich abzubauen? Nee, das geht nicht. Mach was. Hier, frisst zum Beispiel die Cotton Seeds. Und den Dirt. Und was auch immer das ist. Dann gehe ich einfach mal her und mache noch ein bisschen Taint. Indem ich hier nämlich unseren Kessel einfach mal ja, so ein bisschen überlaufen lasse. Zack, das Nitro da drunter. Und dann sollte sich das gleich jeden Moment auffüllen. Und wir schmeißen da einfach ein bisschen Schrott rein und lassen es überkochen. Das und das und das und das und das. Das scheint nicht sonderlich effektvoll zu sein, aber das bestimmt. Und das Lapis wahrscheinlich auch gerade mal. Die Potion Bag verspricht auch viel. Potion rein da. Und dann lassen wir das Ganze überkochen. Geht das? Wir machen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Flux und ich melde mich bei euch wieder, wenn Flux sich irgendwie entwickelt hat. Bis gleich. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben etwas erschaffen, was Taint erschafft. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn aus dem Riss ist hier dieser schleimige Pimmel rausgewachsen. So, und wir haben Research abgeschlossen. Vielleicht Research, die wir nicht unbedingt kennenlernen wollten. Taint Poison 3, also schon eine ganz schöne, krasse Geschichte hier. Und ich würde gerne tatsächlich ein bisschen noch warten, den zu zerstören, weil er mir ein bisschen hiervon noch erschaffen soll. Tainted Soil nämlich. Ist natürlich doof, wenn wir immer wieder so nah da dran gehen. Das sollte ich vielleicht vermeiden. Und einfach mal ein bisschen reggen. Wobei, der streut mir schon ziemlich viel von dem Fibrous Taint. Vielleicht sollten wir den doch schneller zerstören? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, wir zerstören ihn schneller. Der ist auf jeden Fall ziemlich stark. Jetzt seht ihr die Herzen. Und jetzt ist er down. Zack, wir haben... Da ist ein kleiner gewachsen. Und oh, direkt mal aus dem Gebiet. Pineapple essen. Okay. Fibrous Taint und Sachen, die daraus wachsen. Kann ich das mit Silk Touch abbauen? Nicht. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir müssten mal gerade warten, bis das Fibrous Taint vielleicht so zu Tainted Soil wird. Und eventuell ist es halt auch nicht ganz so klug, sich in das Tainted Soil unbedingt reinzustellen. So. Da konnte ich auf jeden Fall nochmal was von lernen. Und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen im Blick behalten. Ich glaube, der Spark hat ziemlich viel von dem Zeug hergestellt, wenn er so viel von dem Tainted Zeugs halt hatte, ne? Und ihr seht auch, dass das Taint hat hier im gesamten Bereich Taint Höhe ist dadurch gesunken. Die Fluxhöhe in diesem gesamten Bereich. Ach, und wenn das Ding weg ist, dann verschwindet auch der Fibrous Taint. Okay, dann müssen wir das Ding echt ein bisschen stehen lassen.
Alles klar. Okay, dann versuche ich so ein Ding einfach nochmal zu erschaffen. Ich versuche so ein Teil nochmal zu beschwören, sage ich mal. Indem wir einfach nochmal den Kessel überkochen lassen. Das weg und wo ist die Kohle? Ach komm, alles rein da. Das ist eine ganze Menge, die jetzt gleich überkocht. So. Und da ist direkt wieder so ein Riss entstanden. Perfekt, wir können den also automatisiert herstellen. Geht relativ zügig mit dem Kessel. Wunderbar. Und dann sollte auch zügig wieder ein Taint-Monster entstehen. Wir machen das einfach nochmal und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht diese 20 hier. Einfach nochmal raus damit. Füttern den Riss. Vielleicht bauen wir mal das ab, was uns hier vielleicht ein bisschen mehr bedeutet. Denn ich habe ein bisschen Angst, dass das quasi zerstört wird. Den würde ich mal gerne rauswerfen und scannen. Kann ich den nicht scannen? Schade. Okay. Also ich melde mich nochmal wieder, wenn hier nochmal so ein Ding entsteht. Das ist jetzt hier nur er. Der brennt. Das soll er auch ruhig weiterhin tun. Und dann lasse ich diesen Riss einfach nochmal weiter wachsen. Und werde dafür sorgen, dass dann nochmal so ein schleimiges Teil entsteht. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, Leute, was nämlich noch entstehen kann, wenn man hier zu viel Flux in der Luft hat, ist sowas, nämlich ein Wisp. Da muss ich jetzt mal zusehen, dass ich vielleicht irgendwie näher an den Rand komme. Die sind früher random gespawnt von Thorncraft. Ich weiß nicht, ob die das heute noch tun. Aber ich würde ihnen eben, wie gesagt, gerne versuchen zu scannen. Research completed, Wisp. Der macht nach wie vor die gleichen Geräusche wie damals und ich finde die eigentlich recht niedlich. Wenn man sie nicht angreift, dann scheinen sie halt auch nichts zu tun. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn überhaupt angreifen sollte. Aber in der Hoffnung, dass er halt was Interessantes droppt, werde ich ihn auf jeden Fall mal attackieren. Und was hat er gedroppt? Nichts Interessantes, oder? Da doch ein Wieskristall. Ignis. Und ich habe mein Minecraft-Fenster verkleinert. Verdammt. Den behalten wir. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn da hinten mehr entstanden ist. Bis gleich. So, Leute. Ich hoffe, man kann es sehen. Der Taint-Level ist extrem hoch. Beziehungsweise der, wie heißt das? Der Flux-Level. Und wird eben durch dieses Taint-Monster Stück für Stück abgebaut. Wir lassen den jetzt mal ein wenig machen, beobachten das aus sicherer Entfernung, vielleicht von hier oben. Und gucken, dass wir dann, ja, was hatten wir gesagt, wir brauchen drei Minimum, ne? Vielleicht machen wir eher so vier, fünf von der Tainted Soil, dass wir das auf jeden Fall spotten können und dann abbauen. Oh, vielleicht haben wir es auch ein bisschen übertrieben und ich hätte einfach nur ein bisschen Geduld haben sollen, denn da ist direkt der nächste Riss entstanden. Müssen wir im Auge behalten. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich will den jetzt nur nicht wieder zu früh töten, das wäre nicht so gut. Denn wir brauchen ja die Materialien, die da gedroppt werden. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht noch allzu viel Schlimmeres passiert und dass sich das nicht so Richtung Stadt ausbreitet. So richtig ganz weit sind wir nicht weggegangen. Mal schauen. Kann man denn schon irgendwo Tainted Soil sehen? Ich flieg mal da drüber. Tainted Soil sehe ich jetzt noch nirgendwo. Ich muss ein bisschen höher kommen, damit ich. Ich sehe nur das Fibrous. Da ist ein Tainted Soil auf jeden Fall entstanden. Das ist schon mal gut. Oder schlecht, wie man es nimmt. Also eigentlich eher schlecht, aber wir finden es gerade gut. Da ist noch eins entstanden, das heißt zwei. Insgesamt haben wir drei. Ich würde ganz gerne noch zwei, drei abwarten, bevor ich den töte. Und dann eben auch das Fibrous Taint entfernen.
Es geht echt relativ schnell und spreadet ganz schön enorm. Da sind drei. Okay, gut. Lange müssen wir, glaube ich, nicht mehr warten. Eins, zwei, drei. Drei Stück. Ich fliege mal hier so rüber. Vielleicht hier so ein bisschen hoch. Und da wächst noch mehr. Das heißt, kleinere von diesen Dingern. Ich glaube, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall angehen, dass er wegkommt. Zack. Und weg ist er. Wir sammeln auf, was er gedroppt hat und essen ein bisschen. Ich hoffe, die Vergiftung lässt gleich nach. Wir nehmen direkt mit, wofür wir gekommen sind. Ich habe jetzt gerade gar nicht gelesen, genau was da stand. Werde ich mir wahrscheinlich im Schnitt dann hinterher angucken. Wir haben auch rechts oben in der Ecke über der Karte irgendwie so ein merkwürdiges Symbol, was, glaube ich, nichts Gutes verheißen will. Fibrous Taint abgebaut. Wir haben nach wie vor hier über 700 von diesem Flux in der Luft. Kann nicht gerade gut sein. Er da unten freut sich seines Lebens. Er hat auch komische Effekte. Vielleicht ist er auch von dem Taint irgendwie angelockt worden oder beeinflusst worden. Oder er hat eben auch Taint-Vergiftung. Das kann natürlich auch sein. So, zwei haben wir abgebaut von dem Boden. Das Huhn hat auch Taint-Vergiftung. Tut mir leid, armes Huhn. Wir machen das Ganze wieder sauber. Da ist nochmal Tainted Soil. Das ist sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, auf jeden Fall genug, um das in Flaschen zu füllen. Diesen Aspekt, den wir davon brauchen. Ich hoffe, wir brauchen dann nicht mehr allzu viel davon, denn mir ist bei der ganzen Geschichte hier nicht ganz wohl. Das Skelett lassen wir mal einmal in Ruhe. Jetzt spawnen natürlich noch viel mehr. Die nehme ich mal gerade mit, die habe ich zwischendurch gefunden. Und das ist irgendwas anderes an Fibrous Taint oder so, was ich gerne erstmal scannen würde. Kann nichts von gelernt werden, dann bauen wir es ab. Achso, da sind einfach Kristalle von entstanden. Sehr gut. Hier ist noch Taint. Gewissenhaft wegmachen hier auch. Hier liegt noch ein Kristall. Vier Tainted Soil. Was sagt unsere Uhr? Also es wird langsam abgebaut. Durch diesen Riss, denke ich mal, verfliegt das wieder. Um den Riss so ein bisschen im Auge behalten zu können, würde ich sagen, bauen wir die Destille hier direkt wieder auf und besorgen uns Kohle. Die habe ich nämlich in der Zwischenzeit alles in den Kessel geworfen. Also Kohle hier rein und die Alembics obendrauf. Und wir werden es dann schon mitbekommen, wenn der da unten wieder ausrastet, das Warded Jar in die Hand und den Tainted Soil da rein. Und es entsteht zuerst Terra, das brauchen wir nicht. Es entsteht eine ganze Menge Flux wieder dabei, auch das brauchen wir nicht. Ich baue mal währenddessen hier schon mal das wieder ab, in der Hoffnung, dass wir es hier an der Stelle nicht mehr brauchen. Und da oben ist genau das, was wir suchen. Aber nur 8 Mal bisher. Und es wird auch nicht mehr werden. Ich mache mal gerade noch hier als letzte Rettung 9 und 10. Perfekt. Das heißt, wir haben das, was wir gesucht haben, erfolgreich abgeschlossen. Wir müssen jetzt nur noch nach Hause gehen und Files davon abfüllen. Und das würde ich sagen, machen wir, wenn ich hier dafür gesorgt habe, dass dieser Riss weg ist. Also sehen wir uns nach einem weiteren Schnitt wieder. Ich weiß, es ist heute ein bisschen ziemlich geschnitten, die Folge, aber wir wollen ja auch irgendwo weiterkommen. Und deshalb möchte ich ganz gerne diese Files of Essentia heute noch abfüllen und quasi das Ganze komplettieren, um eine
einen Thormium Essentia Smelter zu bauen. Ja, das ist im Grunde das, wie der Plan ist. Bis gleich. So, der Riss im Kontinuum, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, ist zwar noch da, aber ich habe euch jetzt trotzdem nochmal dazu geholt, weil man oben links in der Ecke jetzt gerade ganz gut sehen kann, dass dieses Ding vielleicht auch einfach nicht nur schlecht ist. Es baut nämlich tatsächlich über den Riss Flux aus der Atmosphäre ab und verbessert so quasi wieder die Bedingungen hier. Und ich denke einfach, wenn genügend Flux absorbiert wurde, dass dann eben diese schleimigen Tentakel entstehen, die man dann schleunigst bekämpfen sollte. Und dann hat sich's auch wieder, beziehungsweise vorerst. Und the local aura becomes unstable. So, das heißt, ich hoffe mal, da passiert jetzt gleich mal was. Vielleicht seid ihr dann live dabei. Ja, aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass das Flux in der Gegend jetzt die ganze Zeit permanent gesunken ist, bis jetzt eben diese Benachrichtigung kam. Und dass diese Dinger deshalb vielleicht auch einfach einen positiven Effekt haben, wenn man schon zu viel Flux hergestellt hat. Einmal gucken. Das sollten wir, glaube ich, auch vermeiden, aber nun gut, was soll ich machen? Irgendwie müssen wir an diese Forschung kommen und das geht nun mal nur mit Flux. Nochmal gucken und ihr seht wirklich, der Flux im Umfeld wird drastisch reduziert durch diesen Riss. Wahrscheinlich nicht so klug, dass ich mich jetzt die ganze Zeit auch daneben aufhalte, aber eben um euch zu zeigen, dass die Dinger durchaus einen einigermaßen positiven Effekt haben können. Soweit zumindest meine Theorie. Ich kann auch nur immer sagen, was ich gehört habe, beziehungsweise was ich mir aus dem, was ich hier spiele, schließe. Ich auf jeden Fall beobachte jetzt noch weiter diesen Riss und hoffe, dass er bald mal sich konvertiert und ich ihn bekämpfen kann und dass wir dann hier weg können. Und unserer Forschung widmen können. Also, bis gleich. So, er ist weg, aber ich habe noch mal ein bisschen getriggert, in der Hoffnung, dass es schneller geht irgendwie, weil es wurde und wurde nichts. Und ihr habt gesehen, da links ist einfach schon wieder ein Riss entstanden, der aber relativ klein ist. Ich würde fast sagen, dass ich diesen Riss, der da jetzt so klein vor sich hin reißt, einfach nochmal da lasse, wo er gerade ist. Denn, ja, irgendwie ist mir das auch zu blöd, so ein bisschen da die ganze Zeit daneben zu sitzen und zu warten, dass irgendwas passiert und mir möglicherweise noch irgendeine komische Fluxkrankheit einzufangen. Ich werde den markieren und wir werden den immer wieder mal inspizieren, ob er noch da ist, ob irgendwas passiert ist. Denn wie gesagt, das sind ja eigentlich weitestgehend ungeladene Chunks. Das heißt, sollte nicht irgendwer auf die Idee kommen, sich jetzt hier auszubreiten und hier die Chunks langfristig zu laden, sollte da auch nicht wesentlich viel Schlimmeres passieren. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das okay ist. Ja, also vielleicht hätte ich einfach die Hälfte von dem, was ich gemacht habe, hätte dann gereicht, um den einen so weit zu triggern und den anderen hier nicht zum Entstehen zu bringen. Aber ich habe nochmal nachgelesen im Buch und es ist tatsächlich so, dass, wie ich das schon vermutet habe, dass nämlich der Flux quasi aus der Luft hier entweicht und zwar durch diesen Riss und dabei eben diese rohe Magie freigesetzt werden kann. Ich wollte den markieren, den Riss, ne? Genau, stellen wir uns mal daneben und machen hier einen Riss hin. Machen den vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, so ist, glaube ich, die logische Farbe dafür. Wir wollen allerdings jetzt zügig nach Hause und endlich mal das fertig kriegen, was wir uns vorgenommen hatten. Dann gehen wir mal hier runter. Stellen unsere gesammelten Werke hier nebeneinander auf
Guck mal, die haben wir noch nicht geleert. Da sind Glasfiles drin. Ich muss allerdings leider 1, 2, 3 noch eine Glasfile erstmal herstellen. Dafür gehen wir an unsere große Kiste. Schmeißen mal alles, was wir so im Inventar haben und nicht brauchen. Ich habe einfach ein bisschen im Umfeld gewildert und da war noch eine Pyramide. Die war nicht ganz gelootet, da habe ich das TNT mal mitgenommen. Man weiß ja nie, wofür man es gebrauchen könnte. Wir könnten jetzt theoretisch hier File eingeben. Fial mit A. Eine Glassfile. Und dann gucken wir hier rein. Glassfile. Und dafür fehlt uns angeblich Glas. Glas haben wir aber unten zuhauf. Müssen wir entsprechend nochmal raufbringen. Vielleicht diesen angebrochenen Stack und einen ganzen. Wie gesagt, ich muss das hier oben wahrscheinlich wohl nochmal umbauen. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel hier in die Chest schmeißen. So, und dann bauen wir einen Satz Glasfiles und holen uns unten noch die letzte Portion Essenz ab. Und zwar die giftige, nach der wir so lange gesucht haben. Zack! Und davon hatten wir auch nur 10 und die werden wir jetzt, hier diese Sachen habe ich eben angeklickt und dann habe ich nochmal gelesen hier über den Flux ein wenig. Und wir möchten dann gerne diese Forschung abschließen. Danke sehr. Jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt und auch über Essentia Tubes und den ganzen Kram, der dazugehört, was ich allerdings relativ zügig überspringen möchte. Wir brauchen noch eine Alchemie-Theorie, um das Ganze weiter erforschen zu können. Alchemie-Theorie sollte schleunigst gehen, wenn der hier daneben steht. Wir klicken nichtsdestotrotz auch mal alles andere an, sagen Create Theory und versuchen Volatus und Permutatio zu finden. Haben wir, glaube ich, nicht. Nein. Volatus. Kriegen wir aus? Aus was kriegen wir das? Aus Angelic Feather will ich jetzt nicht unbedingt opfern. Wir nehmen einfach das andere. Das ist mir zu aufwendig jetzt gerade. Zack. Universaltheorie. Und Rethink. Wir brauchen Alchemie und nicht den ganzen anderen Kram. Golemancy, ja, es schadet auch nicht, aber wir suchen eigentlich nach Alchemie. Wir suchen nach Alchemie. Vielleicht muss ich doch einfach hier nur das anklicken. In der Hoffnung. So, Cognitio und Permutatio könnten wir haben. Cognitio und Permutatio. Permutatio. Da ist es. Das ging schnell. Und dann müssen wir weiter gucken. Das ist Alchemie. Das Papier ist ausgegangen. Haben wir noch Papier? Beziehungsweise können wir noch schnell Papier bauen? Sollte möglich sein, mal einmal hier reingucken. Paper ist nicht möglich. Verdammt. Diese Folge zieht sich und zieht sich. Hier unten hatten wir irgendwo Pflanzen, da war Paper dabei. Perfekt. Ast rein. Wir bauen mal kurz hier gerade ein paar Papers. Und wo sind sie jetzt? Da. Können die nächste Theorie machen. Eine Iron Picks und Cognitio in einer Glasfile. Glasfiles haben wir noch im Inventar. In der Hoffnung, dass noch Cognitio oben ist, gehen wir jetzt mal gerade rauf. Cognitio müsste ja hier oben dann noch irgendwo stehen. Hatten wir auf jeden Fall mal. Da, das sieht aber nicht gut aus. Es sind 9, ich bräuchte 10. Es sind 9 und ich bräuchte 10. Dafür werde ich jetzt nicht nochmal wegwandern. Und hier, ihr habt gesehen, was passieren kann, werde ich das Ganze bestimmt nicht ausprobieren.
deshalb einmal wieder dafür sorgen, dass ich nicht am Mikrofon vorbeispreche. Ich hoffe und entschuldige mich, dass es nicht zu schlecht war jetzt. Scheiß drauf. Enchantment Table können wir uns nochmal bauen. Wir müssen jetzt in der Forschung vorankommen. Und das sind Ignis und Ordo. Die sind beschaffbar. Ignis müsste orange sein. Haben wir auf jeden Fall da, das weiß ich. Ordo, Ordo, Ordo. Müssten wir beide hier drin haben. Ignis und Ordo. Machen wir das auf die schnelle Variante. Danke sehr. Und das ist Potentia. Haben wir auch auf jeden Fall aus der Kohle geholt. Wenn das so schnell geht, dann ist es mir eine Freude. Premunio, das haben wir nicht. Aber das haben wir. Premunio sagt mir nämlich gerade gar nichts. Ich nehme die einfach mal alle mit. So. Dann können wir sie direkt abgeben. Hier, bitte. Das haben wir extra geforscht. Luna Full. Ausgerechnet Luna Full haben wir nicht. Haben wir gerade Nacht. Einmal schnell. Vielleicht haben wir gerade zufällig Vollmond. Das wäre sehr gut. Einmal den Mond anschauen. Bitte sei voll. Nein. Wir nehmen den trotzdem mit. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Nehmen das mal alles mit. Da haben wir noch was Neues gelernt. Ja, was machen wir denn da? Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir gehen dann, denke ich, einfach hier auf das, wenn wir das Papier wieder drin haben und die Scribing Tools. Preincantatio und Motus könnte gut sein. Motus ist da. Und so langsam müsste doch eigentlich mal hier unsere Theorie, jawohl, aufploppen. Zack, Theorie. Und damit kommen wir hier hin. Achso, eine Thormium Plate brauchen wir noch. Thormium Plate haben wir nämlich schon mal gebaut. Komplettieren das. Und jetzt wissen wir, wie wir diese bauen hier. Haben wir noch Brass Plates? Das wäre, haben wir natürlich nicht. Aber das haben wir. Das ist auch nicht so wild. Tubes haben wir noch. Ups, haben wir noch Tubes, 7 Stück. Hebel kriegen wir hin. Wir brauchen eigentlich nur 2. Setze ich den hier hin. Das kann wieder da rein. Das nehmen wir mit. Dann gehen wir her und bauen alles, was wir dafür brauchen. Wir brauchen zum Beispiel Brass Ingot. Haben wir nämlich noch 4. Wunderbar. Können also die Brass Plates bauen. Und dann brauchen wir Essentia Tubes. Wir brauchen einen Lever. Das sollte möglich sein. Holz-Stickies müssten wir doch hier irgendwo haben. Wir machen das einfach so, so und so. 2 Lever. Der Rest ist unten. Da. Und da. Rein damit. 1, 2. Und dann könnte es sein, dass wir schon die Thormium Smeltery bauen können. Ist das so? Greatwood haben wir auf jeden Fall oben. Und 2 Iron Plates haben wir. Wie viele brauchen wir? Das ist es nicht. 4 Iron Plates kriegen wir aber auch hin. Iron Plates sind schließlich simpel zu bauen. Nehmen wir, da haben wir sogar noch welche.
Eisenplates und Greatwood. Greatwood haben wir hier oben auch auf jeden Fall, das weiß ich ganz genau. Greatwood. Ich nehme jetzt einfach den Log mit. Nein, ich nehme den Log nicht mit, denn ich habe das Greatwood gefunden. So. Das ist auch schnell gebaut. Dann haben wir wenigstens die Destillerie in dieser Folge vielleicht fertig bekommen. Das hier rein. Die Thormium-Platten habe ich hier. Und was fehlte da noch? Genau der Teil in der Mitte, den wir erst bauen müssen. Zack. Und dann... Jetzt fehlt uns eine Thormium-Plate. Ernsthaft? Das war, glaube ich, relativ simpel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und was war es noch? Fünf Terra. Auch simpel. Das ist Herber, das ist Terra. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann können wir das direkt bauen. Das und dann ein Eisen da rein, ne? Und natürlich brauche ich drei davon, das heißt 15 von beiden. Das heißt, das geht nicht auf. Das heißt, wir machen das in der nächsten Folge, wisst ihr was? Man muss ja nicht alles überstürzen. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge über Flux und Taint und Monster und Thormcraft gelernt in dieser Folge. Und dafür bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und sagt bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.